gerade in meinem Kopf, hat das alles übelst viel Sinn gemacht. And welcome, Leute. Heute wird's mal wieder Zeit für einen kleinen Rache-Prank. Aber natürlich nicht nur irgendeinen, sondern einen Psycho, einen Kopfick, einen Prank. Denn Robs letzter Prank an mich war ja super lieb. Er hat einfach nur zeigen wollen, was für ein guter Mensch ich denn in Wirklichkeit bin. Und deshalb muss ich ihm natürlich auch heute was Liebes tun, weshalb ich ihn einfach irgendwie überraschen werde. Überraschen werde? Ja. Allerdings hat der Gute ja meinen Opa entführt und hat die ganze Welt glauben lassen, dass mein Opa Team Will verraten hätte. Aber Leute, nein. Das Letzte, was mein Opa tun würde, wäre, Team Will zu verraten. Was ihr da im Prank von Rob gesehen habt, ja, war ein großer Teil meines Plans. Jo, Leute, die Kacke ist, glaube ich, am Dampfen. Rob hat gerade einfach mein Opa geschrieben und zwar hat ihn gefragt, ob er bei ihm beim Video mitmachen will. Für mich stinkt das bis zum Himmel, oder? Ich bin mir 99% sicher, dass es irgendwas mit dem nächsten Prank von Rob zu tun hat. Und das Witzige ist ja, er weiß ja nicht, dass ich die Nachricht jetzt auch gelesen habe. Ich würde sagen, wir machen Folgendes. Du schreibst jetzt einfach, ja, bin dabei und dass du eh sauer auf mich bist, weil ich dich ja letzte Woche aus Versehen eingesperrt habe. Okay, ja, stimmt. Sorry, Alter. Und wirklich, da bist du ja gar nicht sauer, weil ich habe dir ja schon, keine Ahnung, Cola gegeben. Wenn mein Opa heute also gut lernt, darf er heute Abend die Cola trinken. Sogar nach 18 Uhr. Du musst jetzt dann gleich beim Prank quasi so den Anschein machen, dass du eh ein bisschen sauer auf mich bist. Schreib auf jeden Fall, ja, bin dabei. Und dann schreib noch so, Simon hat mich letzte Woche eh eingesperrt. Das ist also eine geile Rache. Okay, ist das nicht? Ja, schick ab. Okay. Aber das Ding ist, wie soll ich das bei Rob drauf sein? Das ist das Ding, genau. Du musst bei Rob jetzt so tun, als wärst du irgendwie mad auf mich. So zumindest so ein bisschen. Ja, ja. Und dann denkt man in seinem Video so richtig so, oh shit, Alter. Und du wirst dich halt verarschen, wenn du Team Bro, Team Bro. So, soweit so gut. Jetzt hatten wir meinen Opa eingeschleust bei Team Bro. Und er konnte natürlich Informationen sammeln. Informationen sammeln und Informationen sammeln. Und eine ganz wichtige Info, die ich rausgefunden habe, ist, Rob hat Angst. Angst vor einer ganz bestimmten Sache. Und zwar, klar, vor den Team Will Pranks. Wisst ihr, Leute, das Schlimmste an den Pranks ist halt wirklich einfach die Angst vor den Pranks. Nicht mal der Prank selber, sondern einfach die Furcht, was wird der andere mir antun? Deshalb ist mein Plan folgender. Wir haben heute relativ wenig Zeit, weil Rob heute nach Afrika fliegen muss. Das heißt, sowas wie eine Schnitzeljagd und sowas können wir heute nicht umsetzen. Aber sowas wird auch noch kommen, also abonnieren, Freunde! Heute konzentrieren wir uns allerdings voll und ganz darauf, einfach nur seinen Kopf zu ficken. Wir werden heute die Furcht vor den Pranks zum Dauerzustand machen und die ganze Zeit auf die Folter spannen. Letztendlich werde ich ihn aber einfach nur positiv überraschen, indem ich seinen alten Whirlpool mal wieder aufgebaut habe, der einfach seit 3 Monaten auf der Terrasse zusammengefallen rumlag. Aber wir bereiten das Ganze natürlich so vor, dass es an jeder Ecke extrem verdächtig aussieht und dass er die ganze Zeit misstrauisch wird. Und das Ganze wird extrem witzig werden, weil er einfach die ganze Zeit auf den Prank warten wird, der aber eigentlich nie kommt. Oder vielleicht doch. Beginnt jetzt alles mit der gefährlichen Laubfalle vor seinem Eingang, die gar nicht gefährlich ist. Dann wird ihm diese teuflische, gespannte Schnurkummer bereiten, weil sie aussieht, als würde es hier die unglaublich krasse Kettenreaktion dieser Bücher hier hervorrufen, die dann wiederum dafür sorgt, dass dieses Meer an Bechern einfach mal in sich zusammenfällt und es könnte ja Wasser enthalten. Und dann würde auch dieser schräg gekippte Stuhl, der nur auf dem Buch steht, in sich zusammenfallen, was wiederum dafür sorgt, dass hier oben rein gar nichts passiert. Dann werde ich meine tödlichen, vergifteten Cookies anbieten, die einfach mal stinknormal sind. Dann lege ich auf den Stuhl unsere Fake-Elektroschock-Badehose. Das ist mein Geschenk an Rob und er darf es natürlich nicht ablehnen, weil Geschenke lehnt man nicht ab. Dann muss er mit mir im Pool chillen. Und wenn er all das überstanden hat, dann darf er in sein Zimmer gehen. Und damit wird es witzig. Definitiv witzig. Und ich mache mir jetzt erstmal gemütlich. Film das einfach mal. Okay. Wow. Das ist richtig warm, ne? Oh. Das ist das, was ich gesagt habe. Du hattest ja mal übel recht, das hätte ich nie gedacht. Du willst dich reinstellen, ich kipp einen kalten Eimer Wasser über dich, dann willst du uns warm. Ja. Okay. Oh, fuck, ist das heiß. Ohne Witz, ich verbrenne am gesamten Körper. Kaltes Wasser, kaltes Wasser. Kurze Abkühlung. Okay. Ey, das ist, glaube ich, ein guter Trick. Oh, mein Rücken. Ist heiß. Es ist so heiß. Ich mach's mir jetzt erstmal gemütlich und ruf kurz Rob an. Ja, hallo? Yo, Rob? Magst du nach Hause kommen? Ich habe eine Überraschung für dich vorbereitet. Okay, ich mach mich auf den Weg. Okay, perfekt, bis gleich. Hey, wenn das der Vermieter sieht, sind wir sofort raus. Was ist das? Hä? Ich trau mich was gar nicht anzufassen. Wenn ich jetzt hier so drauf trete, kommt es eine Bärenfalle und fickt mein Bein. Hey, Rob, schön, dass du da bist. Mein Lieber, ich habe eine Überraschung für dich vorbereitet. Die Tür geht nicht zu. Der Vermieter killt uns mit den Blättern, wenn wir jetzt noch laut sind. Ach du, ich will gar nicht böse. Hock dich einfach zu mir. Hey, Digga, was hast du? Ich muss gleich nach Afrika. Du musst einfach gleich nach Afrika. Alter. Achtung. Was ist das hier? Ist das hier so eine Kettenreaktion? Wer weiß?
Was passiert, wenn so ein Huhn jetzt umkippt? Digga, da passiert überhaupt nichts. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich gleich hier reinkomme, kommt da einfach so eine Sichel von links geschwungen. Sagt, mein Kopf ist ab und das war's für Team Bro. Ja, leg dich nicht mit Team Will an, sag ich dann nur. Diese Scheißbecher kotzen mich an, Alter. Jedes Mal. Digga, das hat doch Wiederverwertung. Das sollen die alle machen. Oh. Hä? Oh. Hey, ich hab fast dieses Buch hier schon umgekippt. Was wäre denn da passiert, Alter? Achtung, da oben gibt's eine Verbindung. Hä? Was passiert denn mit diesem Stuhl, wenn der jetzt umkippt, Alter? Der sieht auch krank aus, wie so Metall zusammen. Genau, das ist der letzte Punkt. Wenn du es bis zum Stuhl geschafft hast, ja, dann musst du die Badehose nehmen, ja, und sie anziehen. Muss ich nicht erstmal gucken, dass der Stuhl nicht runterfällt? Vielleicht bringt das ja was. Boah, fang, wird übel schwindelig in dem heißen Wasser, Mann. Ich kraft gleich ein. Echt? Ist richtig heftig. Willst du was trinken? Ja, wir haben was zu trinken. Hallo? Was denn? Passiert da was? Wer weiß? Komm, Digga, zieh die Badehose an, dann chillen wir dann im Pool. Okay, jetzt komm rein, komm rein. Ist das Wasser heiß? Digga, das ist... Weiß, Alter. Boah, wie viel Grad ist das? Das ist 1000 Milliarden Grad. Das ist nicht 1000 Milliarden Grad, das ist 2 Milliarden 500.000 Grad. Okay, rein mit dir. Digga, das ist viel zu heiß. Das geht nicht. Und jetzt kommt kaltes Wasser. Sorry für die Hitze, ich mach aus Versehen. Letztendlich wollte ich nur, dass wir einfach ein bisschen Bro-Time oder Will-Time in dem Whirlpool zusammen genießen. Fühlst du dich schon wohl? Hast du schon Spaß an der Überraschung? Du bist heftig, Pinken. Abgesehen davon habe ich halt mega Angst, weil ich... Ach, du brauchst keine Angst haben, Diggi. Ich habe sogar einen Kekse für dich besorgt. So. Wähleweise. Oh nein. Schau dir die Kekse genau an und guck, wie sie liegen. Ah, ja, ist anders. Ist das denn der richtige oder der falsche? Ich nehme ihn einfach. Beiß rein, ist ihn komplett. Schmeckt der gut? Voll. Okay, du hast es geschafft. Okay. Nein. Du hast quasi gewonnen. Jetzt darfst du in dein Zimmer gehen und dich in dein Bett legen und dich abkühlen. What the fuck? Wir bleiben hier. Okay, Leute, das mit der Hitze war absolut nicht vorgesehen. Ich bin selber fast gestorben. Aber jetzt bin ich gespannt, was Rob in seinem Zimmer macht und wie er auf die letzte Überraschung reagiert. Beziehungsweise die vorletzte. Okay, jetzt lassen wir ihn eine ganze Weile zappeln. Ich glaube, ich bin lange ihn zappeln gelassen. Ich hab nur drauf gewartet, du kommst jetzt rein, dann schleudert das Ding auf mich, das löst das eine Ding aus, der Pool zerplatzt, der Vermieter kommt hoch. Hä? Und außerdem wollte ich einfach eine schöne Überraschung machen und ein bisschen Frieden schließen, Digga. Team Will und Team Bro, für immer Frieden. Ich hab das Geschenk auch einfach hier eine Schultüte für dich besorgt. Das war richtig, das Wasser, das hat mich selber so krank gefickt, Mann. Und jetzt, als ich so vor dir stand, so, ich war so richtig zu kurz so. Wow, okay. Ja, Mann. Ich muss ja kurz Glas Wasser trinken. Mann. Du hast dich einfach selbst geprankt. Ja, das war ein Kreislaufzusammenbruch mit dem heißen Wasser. Leute. Vito. Der lustigste Prank. Ey Mann, in meinem Kopf hat das alles übelst viel Sinn gemacht. Leute, abonniert diesen Kanal, die lustigsten Pranks der ganzen Welt. Und auch wenn es mal schief geht, seht ihr es natürlich, weil wir sind einfach die riesigsten Pranks. Pranks auf YouTube Deutschland. Digga. Nice. Und jetzt ab nach Afrika, Alter. Ja, apropos Afrika. Ich muss in 10 Minuten mit dem Auto zum Flughafen fahren. Digga, du darfst auf keinen Fall deinen Flug abonnieren. Team Will, Team Pro, Kindergarten. Mein Kopf, ich hab alles viel angekriegt. Ich trinke jetzt direkt ein bisschen Wasser, Alter. Schön Wasser, nimm Zucker zu dir. What the fuck? Team Will, Hausverbot. Ich guck jetzt erstmal, dass mein Kopf wieder normal wird. Und ich bin gespannt auf deine Rache, Rob.